Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Astrid und freue mich, bist du da. Heute in diesem Video dreht sich gerade alles um das Thema Haltung. Und für mich gibt es zwei Arten von Haltung. Das eine ist eine gemachte Haltung und das andere ist eine Haltung, die so von innen her dich aufrichtet. Und eine gemachte Haltung ist zum Beispiel dann, wenn ich sage, du schulterst jetzt oder zieh die Schultern runter. Dann mache ich das aktiv mit der äußeren Muskulatur. Und die innere Haltung, oder das, was von innen her kommt, heisst, ich schaue, dass dein Brustkorb, dein Brustraum so viel Volumen hat, dass du deine Schultern einfach darauf ablegen kannst. Und dass es nicht mehr ein aktiver Prozess ist, sondern dass es eigentlich ist, so ganz, ich komme ganz natürlich in eine aufgerichtete Haltung. Und um das mal so ein bisschen wahrnehmen, weil es geht dann auch ganz viel um Körperwahrnehmung. Also es hat, wenn ich ein Training gebe, wie zwei Ziele. Einerseits will ich deine Körperwahrnehmung so stärken, dass du deinen Körper wie kannst du ausrichten, ohne dass du so eine Muskelaktivität hast. Und das andere ist, dass es im Training auch sinnvoll ist, diese Sachen zu lösen, zum Beispiel mehr Beweglichkeit im unteren Rücken, dass ich im Training immer wieder an diese Beweglichkeit herangehe und so über das Training plötzlich in einen beweglicheren unteren Rücken reinkomme und mich so besser aufrichten kann. Also das ist wie die Idee und nicht einfach zu sagen, ja, du musst so und so und so. Genau. Jetzt für eine aufgerichtete Haltung kannst du dich mal hüftgelenksschmal platzieren. Das heisst, ein Fuß hat etwa, ein Fuß der Länge nach, hat etwa Platz zwischen deinen Füßen und du tust mal sicher auffächern. Dann sind deine Knie nicht ganz durchgestreckt. Für das kannst du jetzt aktiv mal deine Beine durchstrecken und dann loslassen. Und dann gehst du zum Becken und du kriegst das Becken mal vor und zurück. Und du mal für dich so entscheiden, okay, wo fühlt sich mein Becken mittig an? So ein langsames Einpendeln. Und dann platzieren. Und dann die Wirbelsäule zieht entlang zur Decke und der Kopf thront auf der Wirbelsäule. Das ist mal so, das ist schon recht von außen her gewesen. Jetzt zum wie eine Stufe tiefer gehen. Schau mal, also tiefer im Körper. Schau mal, dass deine Ferse beziehungsweise dein Kreuzbein oberhalb von der Ferse platziert wird. Dein Kreuzbein wird gedreht von der Ferse. Du das mal so ausrichten. Und dann dein hinteren Anteil vom Brustkorb wird gedreht vom Kreuzbein. Und dein Kopf, dein Schädel hinten wird gedreht vom Brustkorb. Das ist mal deine hintere Linie, die du jetzt wie innerlich ausgerichtet hast. Und jetzt kannst du vorne noch eine Verbindung machen, und zwar dein Brustbein wird gedreht vom Schambein. Und dann bist du vorne ausgerichtet und hinten. Und jetzt bleib mal einen Moment da, schließ die Augen. Und schau mal, ob du spürst, wie du hinten und vorne verbunden bist. Und vielleicht auch wo, dass es nicht so einfach geht. Und dort, wo es jetzt nicht so einfach geht, das wäre jetzt etwas, wo man in einem Training gezielt daran arbeiten würde. Dass mehr Beweglichkeit reinkommt, dass die eine Seite lösen kann und die andere mehr Kraft aufbauen. Mir ist es wirklich wichtig, zu betonen, dass es ein Unterschied ist, ob die Haltung
Bewegung von außen gemacht ist und das so aktiv ist, weil das sind die Muskeln, die eben nicht für die Haltung zuständig sind, die du dann wieder aktivierst, oder ob die Haltung von tief innen, von einer tieferen Ebene, wo man die tiefere Muskulatur aktiviert, ob sie von dort aus darf kommen. Und es ist immer wieder der Fokus, in die Tiefe hineinzugehen. Genau. Ich freue mich, wenn du kommentierst, wenn du Fragen hast, wenn du likest. Und tschüss, bis dann.